Moin Leute und herzlich willkommen bei Wimmelkoi. Und heute bei Uli, grüß dich. Alles und Sascha. Ihr seht schon, die Dimensionen haben sich verändert. Wir stehen in einer neuen Halle jetzt hier, ne? Erzähl, wann seid ihr umgezogen? Ja, also wir sind wir tatsächlich jetzt raus aus dem Gartenhaus, ja. Gell, aus der Startphase. Mhm. Wir sind im Mai, sind wir schon umgezogen und haben jetzt da eine schöne Halle im Industriegebiet, haben wir jetzt doch mehr Möglichkeiten, können auch größere Sachen jetzt bauen. Mhm. Da haben wir stolz, dass wir jetzt nicht mehr ganz so einen engen Raum wie vorher haben. Also macht schon Spaß jetzt, ne? Es macht Spaß. Kannst dich frei bewegen, kannst mehr Möglichkeiten, musst dich nicht mehr so drängeln. Ja. Und hier stehen wir jetzt an einer Sonderanfertigung. Das ist ein freistehendes Fertigbecken, aber für innen gedacht, ne? Ja, genau. Also jetzt durch die neue Halle können wir eben auch Teiche machen. Wir haben schon Teiche auch gebaut jetzt, große PE-Fertigteiche. Mhm. Das ist eine Spezialanfertigung für einen Kunden. Es wird ein freistehendes Becken. Ein Halterungsbecken werden. Es wird auch noch massiv außen mit Edelstahl komplett verstärkt. Gell? Also da kommen ganze 4 Reihen starkes Edelstahlprofil noch rein. 7.500 Liter haben wir da jetzt von der Größe. 3,50 Meter lang, 2,40 Meter breit. Und das ist schon ein ordentliches Teil. Massiv, gell, also das ist richtig massiv. Das ist 15 mm PE, ne? Ja, ja. Also wir haben da komplett 15 mm PE-Platten verwendet. Mhm. Die Hauptwände, oben dieser Handlauf, das finde ich ziemlich gelungen. Mhm. Ja, das macht Wobei man sagen muss, bei dem Fertigteilchen gibt es den Handlauf nicht, wo sich durch die Sonneneinstrahlung wahrscheinlich das PE, das Risiko besteht, dass es sich wellt, ne? Genau, also wir haben das ja so geplant, bei dem, dass das einfach ein sauberer Abschluss ist für innen drin. Bei den Teichen haben wir es jetzt so gemacht, dass oben wirklich nur die normale PE-Platte bis rauf geht, weil die Gefahr da ist mit diesem dicken Handlauf, dass sich das wellt bei der Sonneneinstrahlung. Und es ist trotzdem auch kratzerempfindlich. Also im Außenbereich, wenn man mal mit den Schuhen oder so draufsteht, ist das höchstwahrscheinlich nicht so ideal. Jetzt schauen wir uns das Becken mal aus der Nähe an. Also ihr seht schon, das ist Massivbauweise. 15 mm. Hier haben wir Überlauf und Skimmer. Und der Kunde hat das so gewollt, der wollte eine Weizenströmung. Ne? Also ihr habt keine Bodenabläufe drin, sondern unten auf ganzer Breite hast du hier den Bodenablaufkasten mit der Belüftung und 210er Rückläufen. Da muss man sich das so vorstellen, das Wasser wird gerade rüber gedrückt, bricht hier in der Wand nach unten und drückt dann praktisch über den Boden zurück, um so den Schmutz abzutransportieren. Ist auch eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Habt auch schon mal in der Schweiz in meinen Schweiz-Blogs gesehen, bei den Schwimmteichen funktioniert sehr gut. Mhm. Und bei 7 Kubik, bei 210er Rückläufen, das ist schon ordentlich auf Kundenwunsch. Geht natürlich auch mit Bodenabläufen ganz normal standardmäßig, ne? Also es geht mit Bodenabläufen. Das Problem ist nur, jetzt wie zum Beispiel da bei einer Innenhälterung, wenn ich eine Bodenplatte schon fertig habe, ist es natürlich schwierig, das aufzudoppeln. Also man müsste da extrem aufwendig unten einen doppelten Boden verbauen, dann wäre es möglich. Oder man hat eben, wenn man jetzt eine Gartenhütte oder was hat und es ist noch keine betonierte Bodenplatte da, dass man dann da unten durch verrohrt. Aber sehr, sehr kompliziert. Aber bei Fertigteichen, da geht es ja gar nicht anders. Bei Fertigteichen geht es gar nicht anders. Ja. Also da ist es ganz normal mit Bodenabläufen. Ja, ja. Aber sehr schön verarbeitet und hier kommen jetzt noch schöne Rechte. Kantprofile, Edelstahlprofile rein, hochpoliert, der Kunde wollte das so. Ja, da kommen tatsächlich geschliffene, polierte Edelstahlträger rein, dass das Ganze dann wirklich auch nicht ausbeult. Gell? Das ist von der Statik und ganz wichtig. Ihr seht schon, es ist super sauber verarbeitet. Also sieht echt edel aus. Auch der Handlauf, der massive Handlauf, ist schon ja, das sind mega immer so, schick. So Kleinigkeiten. Ja, mit unserer CNC-Fräse können wir halt auch da oben so Abrundungen und sowas machen. Und es schaut einfach anders aus, wie wenn es mit einem plumpen Winkel geschweißt ist. Also ich finde sowas schon immer optisch ganz, ganz ansprechend. Ja, mega geil gemacht. Finde ich richtig cool, das Becken. 7.500 Liter, Belüftung schon integriert. Filter hat der Kunde selber, sagst du. Ja, kann man natürlich auch, gerade wo das jetzt eine Innenhälterung ist, kann man natürlich auch Bürstenfilter, IH, LK, alles dementsprechend anschließen mit Bioturm dahinter. Richtig, ja. Und ja, so eine Weizenströmung funktioniert.
Habe ich, wie gesagt, auch in der Schweiz schon gesehen, gerade wo das Becken ja nun nicht 6-7 Meter lang ist. Mhm. Aber andere Maße sind schon möglich, auch größere Maße sind für die Zukunft geplant. Ne? Ja, also gerade Teiche. Wir wollen Teiche fest ins Programm mit aufnehmen. Mhm. Ab nächstes Jahr wird es drei Standardgrößen geben, die mit Bodenabläufen, ganz normal. Aber als wirklich Plug-and-Play-System. Also wir haben ja da eingeschweißte Strömungsplatte, die Belüftung, alles komplett fertig. Mhm. Das wollen wir mit aufnehmen. Solche Sachen sind aktuell Sonderanfertigungen. Ja. Okay. Ja. Und summa summarum, das wird die Leute interessieren, wenn man das Becken jetzt mal als Standard nimmt, mit was muss man rechnen im VK? Also es ist ein bisschen individuell ist es, gell? Auch mit diesem Edelstahl poliert und so, das ist alles nicht ganz so kostengünstig. So eine grobe Hausnummer so bei 7,5 circa, gell? Jetzt bei dem Becken. Also pro 1000 Liter die 1000 Euro, da kommen wir da jetzt ungefähr hin. Das ist super günstig, muss ich sagen, weil man muss ja sagen, du bist mit zwei Leuten hier eine Woche am Arbeiten, ne? Ja, fast. Also es sind viele, viele kleine Schweißarbeiten oder alles Heften und Nachschweißen. Und wenn man wirklich alles gründlich macht, dann verschlingt es Zeit. Gell? Und da waren wir jetzt doch fast eine ganze Woche beschäftigt. Ja, aber ihr seht schon in gewohnter Lieblingsgoldqualität. Also ist ja so, Sascha, die Edelstahlträger jetzt bei dem, die wo reinkommen, die werden alle komplett nochmal von einem Edelstahlschweißer verschweißt, gebeizt. Das sind alles noch so Sachen. Gell? Und bei den Fertigteichen zum Beispiel wird es ein bisschen günstiger, weil da werden das ist von der Verarbeitung, es ist einfach einfacher, einfach ein rundes Loch in die Streben reinzubohren, als wenn man genau anpassen muss per CNC-Fräse und das rechteckig wieder genau abschneiden muss. Ne? Genau, da haben wir vorhin nochmal drüber gesprochen. Diese ganzen Stahlarbeiten, die fallen da viel weniger aus beim Teich, der wo eingegraben wird, aufgefüllt wird, mit Magerbeton aufgefüllt wird, wie jetzt beim freistehenden Becken. Und dann haben wir auch kein poliertes Edelstahl etc. Das heißt, da sind wir preislich definitiv günstiger bei den Teichen. Richtig schön gemacht. Gefällt mir richtig gut, also hat was. Und ich muss sagen, bei der Größe, so ein knapp 10.000 Liter Teich, so um die 7.000, 8.000 Euro dann fertig. Wenn es dann nicht mehr freistehen ist, wird sogar noch ein bisschen günstiger. Ist, denke ich, eine ernsthafte Alternative zu Mauern. Ja. Ja. Muss man nur noch das Loch ausheben, mit dem Kran reinsetzen, den Teich, Filter anschließen. Ja. Und dann hat man was für die Ewigkeit, gell? Genau, also das ist schon mega verarbeitet, auch innen sieht man alles schön, wie die Schweißnähte verarbeitet sind. Also das ist schon... Das siehst du, Sascha, wenn es jetzt da ist noch nicht einmal Metall drin. Schau her, wenn es da mal her... Da ist noch nicht einmal Metall drin, aber es gibt schon gar nichts mehr nach. Gell? Also es ist einfach die Plattenstärke, was wir da jetzt hergenommen haben. Und diese Verstrebungen, also es ist wirklich massiv. Da verzieht sich nichts, es ist ziemlich stabil gebaut. Wenn das nachher dann fertig ist und... mit den Stahlstreben. Bin ein paar Tage zu früh, sonst wären die Stahlstreben schon drin gewesen. Morgen kommen sie. Aber das sieht schon massiv aus. Gefällt mir richtig gut. Ihr wisst ja, Leute, ich stehe auf Kleinteiche. Die 10.000, 15.000 Liter ist ein geiles Maß, um Spaß zu haben und trotzdem schon 20, 25 Fische zu hältern. Kommt dann alles auf die Umwälzung und auf die Filterung letztendlich an, wie der Teich gefiltert wird. Also das ist schon eine runde Sache. Man unterschätzt es oft auch, gell? Also wenn man da jetzt reingeht, wenn man da wirklich live davor steht, das ist wie in deinen Blogs oft mit den Fischen, dass die im Film viel kleiner rüberkommen wie in echt. Und bei den Becken, glaube ich, ist es auch so. Also das ist ein Riesenteil, wenn man davor steht. Ja. Im Video weiß man immer nicht, wie das so rüberkommt. Aber gerade immer so Teiche, 10.000, 15.000 Liter, wir haben da Kunden, die wo die Teiche jetzt da verbaut haben, die sind so happy. Die kann man leicht managen, die kann man leicht beheizen und trotzdem riesen Fisch drin halten und auch groß machen. Gell? Mhm. Ja, und damit wären wir, glaube ich, auch für heute schon am Ende. Das war der erste Block. PE, Fertigbecken. Außenmaße waren von dem Becken jetzt? 3,50 Meter mal 2,40 Meter hat das Becken jetzt. Also kann man in jedem kleinen Garten wunderbar installieren und hat noch Spaß mit dem Hobby. Zum relativ günstigen Preis, wenn man es nachher gesamt rechnet, ist man mit Filteranlage allem drum und dran, mal irgendwas bei 10.000, 12.000 Euro, ohne einen Putzen Arbeit gehabt zu haben, außer das Loch zu buddeln und reinzusetzen. Plug and Play. Und damit sind wir jetzt auch durch. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und Fertigbecken könnt ihr auf der Website noch nicht sehen, aber wenn ihr beim Filter mal gucken wollt, dann seid ihr beim Uli bei Lieblingscall an der richtigen Adresse. Bis dann.